Hi Leute, ich bin Albert von WindowsArea.de und ich zeige euch heute, wie ihr praktisch jeden Virus entfernen könnt. Wenn ihr dieses Video angesehen habt, werdet ihr Viren besser als ein Profi entfernen können und ihr werdet niemals wieder jemanden dafür bezahlen müssen. Es gibt heute unzählige Videos auf YouTube, wo euch jemand zeigt, wie man Malwarebytes installiert. Aber das tun wir heute nicht. Wir zeigen euch eine professionelle Lösung, die auch ihr selbst zu Hause nutzen könnt, um jeden Virus zu entfernen. Ja, jeden. Es gibt allerdings eine Sache, auf die ich anfangs hinweisen muss. Wenn ihr einen Erpresservirus, also sogenannte Ransomware auf dem Computer habt, dann werden wir den Virus zwar damit entfernen können, aber eure Dateien, die er verschlüsselt hat, die werden damit eben nicht entschlüsselt. Dafür gibt es zwar auch Lösungen, die ihr natürlich dann anwenden könnt, wenn der Virus erstmal weg ist. Aber das ist heute nicht das Thema unseres Videos und würde einfach den Rahmen unseres Videos sprengen. Lasst uns aber gerne ein Like da und einen Kommentar da, wenn ihr das auch sehen wollt, und abonniert natürlich den Kanal, wenn ihr dieses Video nicht verpassen wollt dazu. Fangen wir aber direkt an. Wir beginnen mit Phase 1 unserer Virusentfernung, wo ich euch nur erstmal erklären will, was wir euch da gerade auf den Computer packen. Wir verwenden für die Entfernung von Viren das Tron-Script. Tron ist ein von einer enthusiastischen Community für Cybersicherheit entwickeltes Paket, das grob zusammengefasst und stark vereinfacht jetzt eine einzige Sache macht. Es kämpft gegen den Virus und für den Nutzer um den Computer. Jetzt ist das natürlich Babysprache für eine Zusammenfassung an Skripten, welche typische Virusmechanismen aushebeln kann und anfällige Stellen in Windows 10 bereinigt. Direkt beim Start bereinigt Tron beispielsweise sämtliche Programme aus dem Temp-Ordner, von wo aus Viren häufig ausgeführt werden. Tron stellt außerdem den Safe-Mode wieder her, falls der Virus ihn deaktiviert hat. Es erstellt einen Systemwiederherstellungspunkt, sollte was schieflaufen währenddessen, sucht nach Malware und tötet sie, killt alle Prozesse, die nicht zu Windows gehören, scannt anschließend nach Rootkits, macht Backups von der Registry und schließlich wird der PC desinfiziert. Man nutzt eine Reihe von Tools, um Viren, Bloatware und anderes anfälliges Zeug vom PC zu bereinigen. Im vorletzten Schritt wird Windows 10 repariert und alle Schäden werden behoben, die der Virus am System angerichtet haben könnte. Und ganz am Ende wird Windows 10 gepatcht und optimiert, also Updates installiert und eine Zusammenfassung erstellt, damit ihr auch wisst, was das Tool erledigt hat. Und was ich euch hier gerade erzählt habe, das ist nur ein kleiner Teil davon, was Tron tatsächlich kann. Tron ist das Ergebnis jahrelanger Arbeit von Leuten, die sich professionell mit der Entfernung von Viren, Rootkits und Trojanern und anderer Malware beschäftigen, und ihr solltet echt alles andere auf YouTube vergessen, denn das hier ist der Real Deal. Direkt zum Start schauen wir in das offizielle Tronscript Subreddit, denn das ist der einzige Ort, wo ihr das Tool tatsächlich offiziell herunterladen könnt und wo ihr immer die aktuellste Version bekommt. Es ist tatsächlich das offizielle Download-Verzeichnis. Wie gesagt, das Ding ist ein Community-Projekt. Hier geht ihr also auf eines der Download-Mirrors. Nach dem Download führt ihr diese kleine Tron.exe aus und sollte Windows 10 eine Meldung ausgeben, geht ihr auf weitere Informationen und dann zu dem Knopf trotzdem ausführen. Und jetzt seht ihr hier ein Kommandozeilenfenster vor euch, wo jetzt erstmal alle benötigten Tools extrahiert werden. Im Download-Ordner findet ihr jetzt einen Tron-Ordner. Da gehen wir nun rein und kopieren den Inhalt auf den Desktop. Hier drin findet ihr auch die Betriebsanleitung und es wäre keine schlechte Idee, diese ausnahmsweise mal zu lesen. Da drin steht zum Beispiel, dass ihr ausstehende Windows 10 Updates installieren solltet und auch die Info, dass der nächste Vorgang bis zu 10 Stunden in Anspruch nehmen kann. Das ist ein Hardcore-Tool und wenn ihr viele Dateien habt und keinen Supercomputer vor euch stehen habt, dann stellt euch darauf ein, dass das dauern wird. Aber die Wartezeit ist es definitiv 100%ig wert. Jetzt geht's auch schon los mit der zweiten Phase unseres Videos, wo wir Tron ausführen. Wenn ihr bereit seid, dann klickt ihr jetzt rechts auf dieses Skript und wählt als Administrator ausführen. Jetzt werdet ihr aufgeklärt darüber, dass die Macher von Tron keine Haftung dafür übernehmen, wenn zum Beispiel irgendetwas schief gehen sollte und irgendwas nicht korrekt funktioniert. Aber keine Angst, das Tool ist wirklich sehr sicher und tatsächlich eure beste Hilfe, wenn ein Virus euren PC infiziert hat. Schreibt also in Großbuchstaben I agree und bestätigt das jetzt mit der Eingabetaste. Jetzt zeigt euch Tron nochmals die notwendigen Schritte, um euren Computer von dem Virus zu befreien. Es sind 8 Phasen plus Vorbereitung, die euch hier auf einen Blick erklärt werden. Klickt nochmals auf die Eingabetaste, um fortzufahren.
und ich begleite euch jetzt durch den gesamten Prozess von Transcript. Allerdings habe ich den Vorgang für dieses Video beschleunigt natürlich, denn das würde ja ewig dauern. Das soll euch einfach hier die Möglichkeit geben, das gesamte Skript erstmal in Aktion zu sehen, bevor ihr es beispielsweise für euren eigenen vorliegenden Fall verwendet. Ich habe auch im Vorfeld einige Viren absichtlich auf diesen Computer bzw. diese virtuelle Maschine installiert und ihr werdet sehen, wie schnell diese eben und wie effektiv diese eben entfernt werden. Transcript beginnt nämlich dann sofort mit der Vorbereitung. Es werden eine Reihe von Diensten deaktiviert, die nicht für die Ausführung von Windows essentiell sind, und es wird auch ein Wiederherstellungspunkt erstellt. Sollten also alle Stricke reißen, dann habt ihr trotzdem einen Anhaltspunkt, wohin ihr eben zurückkehren könnt. Außerdem benutzt das Tool rkill, um alle Prozesse aus dem Task Manager zu bereinigen, die nicht zwingend notwendig sind. Zudem wird schon im ersten Schritt der F8 Safe Mode wiederhergestellt, sollte der Virus ihn geschrottet haben. Außerdem wird gleich der Internet Explorer Cache bereinigt sowie der TDSS Killer ausgeführt, welcher Rootkits aufspürt und eliminiert. Dann geht's auch schon weiter zu Phase 1, wo die temporären Dateien in Windows 10 bereinigt werden. Im zweiten Schritt knöpft sich das Transcript die Bloatware auf eurem PC vor. Das ist ein wichtiger Schritt, um Junkware und anderen Schrott, den ihr am PC habt, zu entfernen, welche eben oftmals ein Einfallstor für Viren und andere Malware sind. Im nächsten und längsten Schritt wird das Betriebssystem desinfiziert. Hier werden eine Reihe von Virenscannern hinzugefügt, die nun erstmal auf dem obersten Level nach Malware suchen müssen. Hier wird nach einiger Zeit ein Malware-Bytes-Fenster aufscheinen und hier müsst ihr nur manuell dann auf die Jetzt-Scan-Taste klicken, damit eben das Skript seinen Job fortsetzen kann. Es wird eine lange Zeit lang nichts angezeigt, aber keine Sorge, das Skript wird einfach durchlaufen. Das Tool führt dann gleichzeitig auch noch Kaspersky und Malware-Bytes aus, um eben High-Level-Malware zu beseitigen, die euren Computer infiziert haben könnte. Als nächstes wird ein weiterer bekannter Antivirus-Anbieter hinzugezogen, nämlich Sophos Virus Removal. Dieses Programm sollte aber vollautomatisiert durchlaufen. Phase 3, also die grundsätzliche Desinfektion, ist dann fertig. Und es beginnt die Phase 4, die Reparatur. Hier bereinigt Tron sämtliche verwaisten MSI-Dateien und behebt alle Probleme im Dateisystem über den DISM-Dienst von Windows 10. Das ist wahrscheinlich der beste Weg, um Fehler in Windows 10 zu bereinigen, und diesem ersetzt alle Systemdateien, die beispielsweise ein Virus beschädigt haben könnte. Und erst im Anschluss daran wird der System File Checker ausgeführt, um nochmals alle Systemdateien zu verifizieren und ihre Gesundheit zu überprüfen. Dann wird noch gepatcht und Windows 10 optimiert, aber tatsächlich weitestgehend nur mit Systemwerkzeugen. Es werden Updates installiert und beispielsweise ein Page-File-Reset durchgeführt. Und schließlich zeigt euch Tron eine Zusammenfassung davon an, was es gemacht hat und geschafft hat. Ihr seht, wie viel Speicher freigemacht werden konnte und welche Warnungen und Viren man erhalten und eben entfernt hat. Und nach Ausführung dieses Skripts, dann sollte euer PC tatsächlich virenfrei sein und wieder korrekt funktionieren. Während ich grundsätzlich und jeder auch sonst immer eine Clean Install empfehlen würde, wenn ihr euren PC von Viren befreit habt oder einen befallenen PC habt, ist schon erfahrungsgemäß genug gründlich, dass es im Regelfall nicht notwendig ist. Das Programm verwende ich seit Jahren und ich bin noch auf keinen Fall gestoßen, wo mir Tron nicht helfen konnte, um das Problem eben zu beseitigen. Falls ihr ein Virus hattet und diese Methode versucht habt, dann lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen, ob wir euch helfen konnten. Wenn ja, dann würde ich euch jetzt ganz freundlich um ein Like auf dieses Video bitten und auch um ein Abo, wenn ihr noch mehr Tipps, Tricks und Tests zum Thema Windows 10 sehen wollt. Und bevor ich das Video abschließe, hier nochmal der Hinweis zu unserem heutigen Videosponsor. Bei CyberGhost bekommt ihr den VPN-Dienst aktuell mit 83% Rabatt für nur 2 Euro im Monat. Checkt euch auf jeden Fall CyberGhost VPN über den ersten Link in der Videobeschreibung. Das war's dann auch schon von mir und von diesem Video. Ich sag vielmals danke fürs Zusehen, tschüss und bis zum nächsten Mal.